Falls du gerade dein Handstandtraining starten möchtest, dann bitte nicht ohne Warm-up. Denn ohne Warm-up werden wir nicht in unsere perfekte Bodyline kommen. Und das ist immer unser Ziel, damit wir uns in einer perfekten Balance halten können. Wenn du also kein Warm-up machst, verschenkst du ganz, ganz viel Potenzial von deinem Handstandtraining. Außerdem wollen wir natürlich noch lange etwas von unseren Gelenken haben und präventiv vor allem im Hinblick auf unsere Handgelenke arbeiten, sodass die nicht überbelastet werden. Wir werden das Warm-up also heute aufteilen in Schulterstabilität, Mobilität und in Handgelenksmobilität. Und wir starten mit der Schulterstabilisation und dafür brauchen wir dieses Resistance Band, damit wir unsere Schulter in jede Richtung einmal stabilisieren können und vorbereiten können auf das, was wir nachher im Handstand brauchen. Ihr könnt dieses Resistance Band nutzen, ein sehr, sehr leichtes empfehle ich hier, oder auch ein Terraband und ein Tube eignet sich dafür. Ich verlinke euch das aber gerne nochmal unten in der Infobox. Und jetzt starten wir mit den Stabi-Übungen. Wir werden jetzt jede Übung für 2 Sätze durchführen. Bei der Wrist Mobility im letzten Teil werden wir nur 1 Satz durchführen. Wir starten bei der Schulterstabilität mit einem Band, welches wir um ein Rack befestigen. Und dann sorgst du dafür, dass du dich so weit von dieser Befestigung entfernt wegstellst, dass du von Anfang an Zug auf dem Band hast. Achte darauf, wenn du deinen Unterarm nach außen führst, dass dein Oberarm nicht vom Körper abweicht. Du kannst dir auch vorstellen, als würdest du irgendetwas mit deinem Oberarm einklemmen am Körper, zum Beispiel ein Handtuch. Jetzt verschieben wir unser Band etwas höher auf Brusthöhe, sodass wir es genau auf Brusthöhe oder etwas über der Horizontalen nach vorne drücken können mit gestreckten Armen. Du ziehst jetzt deine Schulterblätter zurück und drückst sie anschließend maximal nach vorne und hältst dort für 1 bis 2 Sekunden, ziehst sie wieder zurück und drückst sie wieder nach vorne, sodass wir die Schulterblätter schön mobilisieren und kräftigen können. Für die nächste Übung, Hollow Pulses, bleiben wir genau in dieser Position. Greife das Band jetzt nur mit einer Hand und halte deinen Arm maximal gestreckt so nah wie möglich am Ohr. Zieh die Schulter richtig bis zum Ohr, das ist genau die Position, die wir auch im Handstand brauchen, um die Schulter zu öffnen. Und jetzt halten wir den Bauch und den Po angespannt, genauso wie du das im liegenden Hollow Hold auch kennst. Achte darauf, dass dein Arm während den kleinen pulsartigen Bewegungen immer gestreckt bleibt. Diese 3 Übungen führen wir jetzt nochmal für eine 2. Runde aus und dann habe ich noch 2 weitere Schulterstabilitätsübungen für dich, bevor wir dann zu den Schultermobilitätsübungen übergehen. Achte hier wieder bei der Außenrotation darauf, dass dein Oberarm schön nah am Körper bleibt und dein Unterarm versucht, so weit wie möglich nach außen zu rotieren. Und für ein letztes Mal schiebe deine Schulterblätter so weit wie möglich raus und nach vorne in die sogenannte Protraktion und ziehe sie wieder zurück und schiebe sie wieder nach vorne. Und bei den Hollow Pulses wollen wir wieder darauf achten, den Körper richtig unter Spannung zu halten, den Po anzuspannen, den Bauch anzuspannen, die Schulter zum Ohr zu ziehen und den Arm ganz gestreckt zu halten. Jetzt kommen wir zu den letzten beiden Schulterstabilitätsübungen. Und zwar greifen wir das Band im Untergriff schulterbreit, sodass unsere Daumen nach außen zeigen und ziehen es dann durch die Schulterblätter auseinander. Also spanne richtig deine Schulterblätter an und komme dann wieder langsam nach vorne und ziehe wieder auf durch die Kraft deiner Schulterblätter. Und jetzt stabilisieren wir unsere Schulterblätter in der Überkopfposition, so wie wir es nämlich auch im Handstand nachher brauchen. Du schiebst also wieder deine Schultern zu den Ohren hin und wieder aktiv weg. Zu den Ohren hin
und wieder aktiv weg. Unser Ziel ist es, im Handstand immer die Schultern zu den Ohren gezogen zu halten. Auch von diesen beiden Übungen absolvieren wir jeweils nochmal einen Satz und dann geht es schon weiter mit den Mobilitätsübungen. Versuche im herabschauenden Hund deine Knie immer gestreckt zu halten und deine Fersen leicht zum Boden zu drücken, sodass du gleichzeitig deine Oberschenkelrückseite etwas aufdehnen kannst. Schritt kümmern wir uns weiter um die Schultermobilität, damit wir den Arm ganz straight über Kopf bekommen. Denn wenn die Schulter fest ist, dann wird es wahrscheinlich eher bis hierhin für dich gehen. Und um die Schulter zu öffnen, müssen wir uns um den Latissimus kümmern. Das ist der große Rückenmuskel, der hier befestigt ist und am Oberarm befestigt ist und der deinen Arm gerne nach vorne zieht, wenn der Latissimus nicht mobil genug ist. Und dazu brauchen wir folgendes Equipment. Eine Box, ihr könnt auch eine Couch oder einen Stuhl oder ähnliches verwenden, eine Faszienrolle und einen Stab. Ihr könnt auch einen Besenstiel verwenden oder ein Resistance Band. Für die nächsten beiden Übungen brauchen wir erstmal nur die Box und den Stab. Wir starten, indem wir die Hände auf die Box auflegen und die Arme gestreckt halten. Platziere deine Knie unter deine Hüfte. Lasse jetzt deine Wirbelsäule Richtung Boden sinken. Du streckst deine Wirbelsäule abwechselnd und bringst sie dann in die Wölbung. Und dabei drückst du deine Hände auf die Box drauf. Geh wieder in die Streckung und wieder in die Wölbung. Für die nächste Übung greifen wir jetzt unseren Stab und setzen unsere Ellbogen dieses Mal auf die Box auf, möglichst schulterbreit. Platziere deine Knie wieder unter deiner Hüfte und jetzt kannst du wieder deine Brust Richtung Boden senken lassen und gehst dann wieder in die Wölbung und drückst dabei deine Ellbogen auf die Box. Du solltest nun merken, dass dein Latissimus und dein Trizeps schön gedehnt wird und während du deine Wirbelsäule streckst, solltest du merken, dass deine Brustwirbelsäule schön gedehnt wird. Wenn du deine Wirbelsäule beugst, kannst du richtig deinen oberen Rücken schön auseinanderziehen. Das Ganze absolvieren wir wieder im Wechsel. Für die letzten beiden Schultermobilitätsübungen brauchen wir jetzt die Rolle und wieder den Stab. Jetzt kümmern wir uns um den Latissimus. Der Latissimus ist der große Rückenmuskel, der von deinen Rippen aus bis zum Oberarmknochen geht. Und wenn der sehr fest ist, dann zieht er deinen Oberarm richtig doll runter, sodass wir ihn nicht ganz öffnen können in die Überkopfposition. Und dafür kümmern wir uns jetzt um das Fasziengewebe, denn wenn der richtig fest ist, dann müssen wir da wirklich mit Massage rangehen. Lege dich auf die Rolle seitlich drauf und rolle dich von der Rippenmuskulatur und unteren Ansatz des Latissimus bis hin zur Achsel und bis zum Trizeps hoch. Natürlich absolvieren wir hier auch wieder beide Seiten und vielleicht spürst du, dass eine Seite sogar fester ist. Das ist nicht ganz ungewöhnlich. Versuche einfach, bei der festeren Seite gegebenenfalls etwas mehr Zeit zu verbringen.
zweite Übung greifst du dir deinen Stab und greifst ihn möglichst schulterbreit. Wenn nötig, kannst du auch erstmal etwas weiter greifen, sodass du deine Schultern aber zu den Ohren hinziehen kannst und deine Arme gestreckt sind. Lehne dich dann so weit wie möglich zur Seite, ohne dass du diese Position verlässt. Also deine Arme schön gestreckt halten kannst und dein Core immer unter Spannung bleibt. Und für ein letztes Mal geht es auf die Faszienrolle. Suche dir wirklich Spots aus, die dir wehtun, damit du auch die Triggerpunkte bearbeiten kannst. Versuche immer dein Gesicht entspannt zu halten, damit du auch deinen Muskel entspannen kannst. Und wir sind angekommen im letzten Teil bei der Handgelenksmobilisation. Wir wollen jetzt unsere Handgelenke vorbereiten auf diese sehr, sehr starke Flexion, die wir im Handstand haben und die wir ja nicht gewohnt sind, weil wir ja sonst im Alltag keine Handstände machen. Um unsere Handgelenke darauf vorzubereiten, werden wir sie jetzt in jede Richtung einmal mobilisieren. Geh nur so weit, wie es sich für dich gut anfühlt. Und wenn du merkst, dass du durch dein Handstandtraining mal so ein bisschen ein überbelastetes Gefühl hast, keine Angst, das ist ganz normal. Deine Sehnen, Bänder und Muskeln müssen sich erstmal an diese Position gewöhnen. Und ich empfehle dir, dann vielleicht auch mal 2 bis 5 Tage, je nachdem, wann es wieder abgeklungen ist, Pause zu machen von den Handständen. Aber stelle erstmal sicher, dass du die Mobilisierungsübung immer machst und du kannst sie auch immer zwischen den Handstandübungen selbst durchführen. Zunächst wollen wir den ganzen Bewegungsradius unserer Handgelenke ausnutzen und kreisen sie 5-mal in jede Richtung. Jetzt platzierst du deine Hände vor dir mit gespreizten Fingern auf dem Boden und lehnst dich mit gestreckten Armen leicht vor und zurück. Im nächsten Schritt platzierst du deine Fingerspitzen nach außen und lehnst dich von Seite zu Seite. Und genau das gleiche nochmal mit den Fingerspitzen zu dir zeigend. Und jetzt lehnst du dich wieder leicht vor und zurück, nur soweit es sich für dich angenehm anfühlt. Und jetzt dehnen wir die Vorderseite unserer Hände und Unterarme und dazu drücken wir die Vorderseite unserer Hände leicht auf den Boden, sodass du eine angenehme Dehnung spürst. Und zuletzt mobilisieren wir unsere Finger, denn die brauchen wir ganz viel in der Mikrostabilisation im Handstand. Und dazu drückst du jeden Finger einmal nach der Reihenfolge nach auf den Boden drauf und hebst dabei dein Handballen hoch. Ich bin so
stolz auf dich, dass du das Handstand-Warm-Up nicht geskippt hast. Du wirst merken, dass du jetzt viel, viel besser in die Übungen reinkommst, dass du dich besser öffnen kannst und dass du natürlich länger etwas von deinen Gelenken hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Running from the darkness of the night, we'll be shining past the brightest light, just like gold, just like gold.